Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die heutige Folge trägt den Namen Zero vs. Reaper und ob wir ihn wirklich beseitigen, das erfahren wir gleich. Ich bezweifle es stark, aber ich meine, ich bin zu Hause. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Was bist du denn für niedlicher? Achso, dich kenne ich schon. Wir müssen nämlich jetzt mal den Reaper zeigen, dass ich hier der Boss bin. Sonst passiert nämlich das. So. Wir müssten aber einen zweiten Schrank bauen, ne? Haben wir noch Quarz am Start? Okay. Na komm. Da. Okay, so. So, Reaperlein. Jetzt kriegst du aufs Maul, Kleiner. Komm her. Komm doch her, wenn du dich traust. Los. Das will ich jetzt sehen, wie du jetzt gegen mich hier ankommst. Ich bin hier das Alpha-Elfchen. Und du hast immer... Ja, guckt euch das an, wie er abhaut. Guckt ihn euch an. Ist kacke, wenn man selber das Opfer jetzt ist. Wir drängen ihn weg von hier. Oh, jetzt kommt er an. Jetzt kommt er an. Ja, komm doch her. Lief nicht ganz so wie gedacht. Aber ich habe ihn, glaube ich, verjagt. Ich glaube, wir haben ihn verjagt. Was soll's? Ich probiere. Nee, ich probiere es jetzt nochmal. Komm her, Digga. Er ist einfach zu schnell. Schnell, der Junge. Nein, 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 nein. Köpfchen nach hinten, Köpfchen nach hinten, Köpfchen nach hinten. Moment. Reaper. Töten. Zap. No, Digga. Es ist der Reaper. Okay. Can you kill the Reaper Leviathans? Ist genau die Frage. Keine Ahnung, worüber die reden. Irgendwie über Drilling? Er geht mir halt auf den Sack. Wir müssen mit ihm leben. Aha. Ist niemals die Fühler. Wir sehen noch ziemlich giftig aus. Okay. Na gut. Lassen wir gut sein. Ich hab's versucht. Ich hab mein Bestes gegeben. So, Scannerraum. Titan, Kupfererz, Gold. Haben wir das Zeug. Gold, okay. Blei. Ach scheiße, stand da gerade Titan? Titan, am Arsch habe ich Titan. Ich habe doch kein Titan. Natürlich habe ich Titan. Titan ist das, was ich am meisten habe. Ich habe kein Titan, nein. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. So, ich glaube, das haben wir auch gebraucht. Keine Ahnung wie viel, glaube ich zumindest. Kupfererz, okay. Kupfererz. Okay. Reaper, bitte lass mich mein Zeug bauen. Danke.
Vielen Dank, Creeper. Ich schulde dir was. Du mich hier in Ruhe gelassen hast. Welcome aboard, Captain. So. Ah, guck mal, hier ist mein Zuhause. Ist ja schön. Kann ich auch den Reaper hier drauf sehen? So, was haben wir hier? Fabrikator. Was ist denn? Kellerraum, Sichtfeld. Kameradrohne. Eine steuerbare Kamera. Und um den Reaper anzugucken. Nice, nice, nice. Kamera steuern. Hey, guck mal. Da ist ein Reaper. Mr. Reaper, kommen Sie mal näher. Kann ich dich damit verscheuchen? Ich meine, er ist schon so ein Ding dran, ne? Er braucht viel mehr von diesen Dingern. Na gut. Oh, ich habe verschiedene Kameras. Das ist cool. Und wie komme ich jetzt hier weg? Okay. Ach, das Bild bleibt bestehen. Cool. Wo ist der Reaper? Da. Ist das nicht ein schönes Bild? Ich finde schon. Ich kann ja gar nicht in meine eigene Kamera gucken. So. Ja, ist doch ein schönes Bild, oder? Finde ich auch. So, was ist Blei? Gerne nach Blei. So. Was ist das? Ist das der Reaper? Keine Ahnung. Oh, ist cool, ja, das gefällt mir. So, Scannerraum Erweiterungsmodule. Ah, die kann man da reintun, okay. Kamera drunter, eine steuerbare Kamera. Oh, die habe ich doch schon. Achso, wahrscheinlich noch eine. Scannerraum Sichtfeld-Chip. Überträgt Scannerraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Okay, Magnetint. Genau, wo ich das herbekomme. Scannerraum Beschleunigungsmodul. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit der Scannereinrichtung. Silbererz und Gold. Habe ich noch Silbererz? Hast du gerade geklopft, Mr. Reaper? Ich habe noch ein Gold. Ich habe wahrscheinlich kein Silbererz mehr, ne? Ja, dafür müsste ich nochmal los. Keine Ahnung, das Kind dauert einfach so lange. Okay, Datenbox. Höhlenschwefel, Rubin, Quarz, Metallschrott, Wrack. Ja, zeig mir mal Fragmente, weil ich hätte echt... Ach, da unten ist was, ja? Oder ist das der Reaper? Bewegt sich das? Nee, ne? Okay. Das heißt... Ja, ich brauche erstmal Silbererz. Entzieh dich! Jetzt hängt er hier vor meiner Tür rum! Als nächstes will er mir die Bibel verkaufen. Mobbst du mich gerade? Schwimmt einfach rum. Ah, guck mal, sogar die Kameras sind hier. Okay. Damit finde ich wenigstens mein Zuhause immer wieder. Na, etwas Positives hat es auch. Da komm. Fischi. Fischi. So viele Fischis mitnehmen, wie geht. Okay. Schauen wir uns mal in unserem neuen Zuhause um. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu. Mein Lieblingsfischi, kommst auch mit. Wir setzen nämlich da gleich ein Aquarium hin und dann bist du der Freund meines ganz großen Lebens. Hier haben wir ein Ei, hoffentlich ein Reaper-Ei. Von denen habe ich doch schon so viele, ne? Ja, komm. Ja, finden tue ich hier ehrlich gesagt nichts. Das Biom hier unten ist ganz cool. Was haben wir denn da so Schönes? Wir haben doch genug Luft, um das zu scannen bestimmt, ne? Zyklon. Okay. Das war doch dieses Riesentauchboot, ne? Ja. Und du bist Kupfererz. Oh. Riesen-Kupfererz-Ablagerung.
Ei, das ich noch nicht kenne. Sehr schön, das nehme ich mit. Ja, warte kurz. Ich muss noch. In this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Oh, empfangen schwache Signatur von Fahrzeugen. Ja, nehme ich doch mit. Ich sehe das ganz genau an meinem Hals. Ist wahrscheinlich zu dunkel. Ah, oh, es wird knapp. Es wird sogar sehr, sehr knapp. Oh. Glück gehabt. Okay, das heißt, wir müssen hier in diesem Pflanzengebiet bleiben. Hier, das hier wahrscheinlich, ne? Weil neben dem anderen sind ja jetzt wirklich keine Pflanzen zu sehen. Und Pflanzen dominierten nicht was anderes. Also das hier. So, Schrottteile? Ja. Ah, ich habe eigentlich genug Schrottteile. Ich muss keine mehr aufsammeln. Aber dieses Ei habe ich noch nicht. Ja, doch, habe ich. Wohl? Nee. Nicht in dieser Basis, ne? Steinchen, Steinchen. Da, Steinchen, Steinchen. Gold, nice. Aber ich brauche Silber. Zumindest weiß ich jetzt, wie die Steine aussehen, die ich sammeln muss. So, Metallschrott kann weg. Was war das? Achso, Kreaturen rein. Das sieht aber modern aus. Also rein theoretisch können wir jetzt auch wieder zurück ins Anfangsgebiet schwimmen. Da ein paar Fischis mitnehmen. Die uns Sauerstoff geben. Und dann wieder zurückschwimmen. Nicht Sauerstoff, sondern Wasser. Können wir uns nämlich einen kleinen Wasservorrat machen. Das wäre jetzt mein Plan. Weil da drüben haben wir echt diese Blasenfische nicht. Und ich verstehe gar nicht, warum. Na komm. Die 500 Meter können wir unterwegs noch ein bisschen was aufsammeln. Weil wenn wir ja auch noch gleichzeitig diesen Gleiter bekämen. Ach, das wäre so schön. Weil mit dem Gleiter kommen wir wirklich besser voran. Ah, Blasenfische. Gut, da muss ich ja gar nicht weitergehen, ne? Blasenfischies. Blasenfischies. Kommen zu mir. Na, Dude. Ich habe gehört, du gibst mir ein paar Zähne, die ich später brauche. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Jetzt kannst du bitte sterben. Lauf doch nicht weg. Ich dachte, wir sind Freunde. Jetzt, wo wir uns so gut verstehen. Komm schon. Best friends forever. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht umbringe. Ich finde die Scheiß-Schlingpflanze nicht. Die Scheiß-Schlingpflanze. Stirb. Jetzt da noch ein zweiter. Kannst du mal bitte irgendwie sterben? Toll, jetzt fressen die auch noch Fische und werden stärker. Und. Hä? Ja, cool, das hat mir jetzt schon mal nichts gebracht. Naja. Schade, meine Erinnerung war das irgendwie so, dass ich die Viecher ein bisschen schneller töten konnte. Mittlerweile kann ich sie gar nicht töten. Ich bin aber weggeschwommen. Die kleine Potsau. Möchtest du zuerst die dicken Eier zeigen? Und dann kein Bumm haben, gegen mich zu kämpfen. Da sind wir hier die richtigen. Oh. Ah, hier können wir uns gut umschauen. Hier haben wir nämlich noch Luft. Ziel muss gelernt sein. Oh, guck mal. Brauche ich aber derzeit nicht.
Aber gut zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, der Hirnkoralle etwas abzunehmen. Als Ablagerung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, Titan. Wer braucht denn so einen Scheiß? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich töten? Töten ist vielleicht nicht die Option. Hey! Wieso ist das hier so dunkel? Ja, Mädel. Kriegen wir auch noch hin, kriegen wir auch noch hin. Ich habe jetzt schon ein paar Fischis mitgenommen, ne? Und dann holen wir uns gleich unsere Kalorien. Aber ohne mein Silbererz brauche ich nicht zurückgehen. Signalboje. Ganz genau sowas brauche ich. Eins von zwei. Da geht's tiefer runter. Da will ich aber jetzt noch nicht hin. Das nehme ich mir Lieblingsfischi mit. Und dann schwimmen wir kurz nach oben. Und müssen uns langsam auf den Weg nach Hause machen. Aber ohne Silbererz. Ich bin ja eigentlich nur losgezogen mit diesem scheiß Silbererz. Mal gucken. Ja, Ausbeute ist momentan ziemlich mager, muss ich sagen. Dann gehen wir gleich in die Höhle rein und suchen Silbererz. Ist da noch was drin? Ich werde höchstwahrscheinlich sterben, wenn ich da jetzt reingehe, ne? Also das wissen wir alle. Das werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. Silbererz. Sehr schön. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Weil ich glaube, für den Rest bräuchte ich irgendwie eine Taschenlampe. Wäre schon cool. Aber ich habe mein Silbererz. Ich hoffe, ich brauche nur eins davon. Und mein Lieblingsfisch nehme ich auch mit. Ich hoffe, die verbreiten sich dann zu Hause. Kann ich Blasenfische züchten? Probieren kann man es ja mal, ne? Hi. Hast gedacht, du kannst dich verstecken, ne? Und dann wie so ein Pisser aus der Ecke rausgeschossen kommen. Hab ich mir fast gedacht. Kamerasa. Okay. Das heißt, ich kann mit den Kamera, mit einer Kamera kann ich zu Hause bleiben, mit der anderen kann ich losziehen. Die wird natürlich Strom verlieren, klar. Aber ich kann dann schon mal die Gegend erkunden und sagen, ey, cool, da will ich hin. Ups. Das ist die Möglichkeit der Kamera, nehme ich an. Stimmt, ich wollte das Modul verbessern, ne? Um die Gegend besser abzuscannen. Blasenfischi. Noch ein Blasenfischi. Noch mehr Blasenfischi. Brauch sie alle. Nur so kann ich überleben. Ich hoffe inständig, dass ich sie jetzt zu Hause paaren kann. Und damit quasi überlebe. Wenn ich halt zu Hause diese Ressource habe, habe ich gewonnen. Metallschrott oder brauchbar? Gut, aber wir müssen jetzt unbedingt nach Hause. Wir haben Hunger. Ich sehe, aus der Ferne sieht alles immer so rätselhaft aus. Zum Beispiel hier. Das sieht aus, als wäre hier irgendwas gestorben. Weit weg bin ich noch 200 Meter. Ja gut, da müssen wir nochmal durchstammen. Also ich habe es irgendwie leichter in Erinnerung. Da hatte ich auch diesen komischen Handstaubsauger, mit dem du hier durch die Gegend schwimmen konntest. Emergency. Starvation imminent. Nein, ich krieg das hin, Mädel, ich krieg das hin. Wir sind doch gleich zu Hause.
Dann ziehe ich mir die Fischis rein, ne? Alles ist gut. Oh, im Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Ich glaube, ich werde vorher verhungern. Es ist so mein typisches Glück. Wieso überleben, wenn man noch sterben kann? Sage ich immer wieder. Stell dir vor, da ist ein Killer hinter dir her. Und du versuchst ihm stundenlang abzuhauen. Wieso schwebst du in der Luft? Nehme ich. Er läuft den Killer hinterher und versucht dich umzubringen. Und der läuft ja seit Stunden hinterher. Also irgendwann würde ich sagen, ja gut, dann... Bitte. Wenn du Spaß dran hast. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit wegzulaufen. So. Schnell was essen. Welcome aboard, Captain. Keine Energie. Was du nicht sagst, Spiel. Warning, emergency power only. Einfach geil. Geil. Legen wir die wichtigsten Sachen weg, nehmen wir noch ein bisschen Titan mit. So. Ja, cool, ne? Also. Ich finde das schön jetzt. Muss dieses Ei irgendwie noch. Fuck. Kann ich die Fischis nicht einfach so essen? Na gut, das hilft mir jetzt ein bisschen zu überleben. Wir müssen jetzt bis zum Tagesanbruch. Dieses Modul hier verbraucht sehr, sehr viel Energie, ne? Quarz, Kupfererz. Das ist ja alles gar kein Problem. Quarz kriege ich hin. Wie viel Quarz haben wir noch hier dabei? Wir haben noch ein bisschen Quarz am Start. So, Kupfererz. Kupfererz haben wir auch noch ohne Ende, ne? So, und insofern Hans-Dieter mich jetzt in Ruhe lässt, bauen wir uns hier noch ein bisschen mehr Energie auf. Hans-Dieter, bitte. Nicht du, der andere. Alter, ich bin hier am Bauen, Junge. Siehst du das etwa nicht? So, dann bauen wir jetzt noch so ein Ding auf. Hier so schön. So, können wir noch eins? Ah, da können wir noch eins. Komm. Wenn man nicht geizig wäre. 30 Sekunden. So. Und irgendwann Atomkraftwerk oder was? So. Emergency power only. Oxygen production offline. Dann essen wir halt noch was. So, alles kein Problem. Hier. Oh, ich bin noch verdursten. Geil. Ja, wir müssen jetzt bis Tagesanbruch warten. Cool, ne? Hä? Dunkelheit. Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Ich hab vergessen, dass ich hier keinen Sauerstoff habe. Ach, nee. Ja, gut, wenigstens habe ich mein Kupfererz noch und die Eier, die waren mir wichtig. Gut. So, wir suchen momentan nach Fragmenten. Wir haben einige in der Nähe. Weißt du was? Hier, komm. Ich muss Energie sparen. Ganz genau, das frisst nämlich Energie ohne Ende. Und ich möchte gerne ein Aquarium bauen. Ein Aquarium. Ich habe natürlich wahrscheinlich kein. Ja, aber klar. Kein Quarz mehr, aber. Sag mal. Willst du jetzt aufs Maul oder später? Komm her. Weißt du, ständig haben die hier ihre dicken Eier, weißt du, aber wenn sie dann selber mal aufs Maul bekommen, dann sind das die ersten, die abhauen. Kämpf doch wie ein Mann. Pussy. Einfach nur Pussy. So, ich habe hier irgendwo Quarz gesehen. Irgendwo hatte ich hier Quarz. Das ist nur ein Bauteil, ne? Ich könnte nach Quarz suchen. Aber ich glaube, hier ist was. Bräuchte aber noch. Ach, da, das hast du gesehen, wa?
Mr. Reaper, bitte lassen Sie mich in Ruhe für eine kleine Sekunde. Oh, das ist ja gar nichts. Cool, ich wurde getrollt. Metallschrott, cool. Das würde ich gerne einsammeln, aber ich glaube, dafür brauche ich halt diesen Laserschneider. Dann nehmen wir das mit. Jibi, hau ab von mir. Du hast keine Freunde, akzeptiere das. Und ich will auch nicht dein Freund sein. Keiner will dein Freund sein. Weil du versuchst, deine Freunde immer aufzuessen. Es ist nicht gut für eine gute Freundschaft, wenn du deine Kollegen auffrisst. Ja, ich will die haben. Guck mal, wie süß die sind. 30 Sekunden. Ist er mir gerade immer noch hinterher? So, gut. Das untere Ding können wir eigentlich wegmachen. Ich glaube, das hat keinen Sinn, das Ding überhaupt zu haben. Oxygen. Was hast du für Probleme? Immer zum Arzt. Okay, Ressourcen. Nein, doch. Ja, Glas. Okay, hallo? Was war das denn gerade? Ich kann mich nicht drehen. Ich hatte noch die Maus aktiv. Ich brauche noch ein Glas. Aber ich kann das Aquarium schon mal aufstellen, ne? Irgendwo, wo es nicht im Weg ist. Was ist das? Unmöglich, irgendwas zu finden, wo es nicht im Weg ist. Da will ich es halt nicht hinstellen, weil da halt der nächste Eingang sein soll, ne? Also. Wisst Bescheid. Ja, gut, schön ist was anderes, aber. Ich habe momentan nicht die große Auswahl. Von daher. Packen wir das Aquarium erstmal da hin. Kann ja später woanders noch hin. So ist das ja nicht. Ach du Scheiße, ist das im Weg. Stellen wir es halt mit im Raum. So, und jetzt kommen da Fischis rein. Und ich hoffe, dass die sich vermehren. Fischi, 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 Fischi. So, und die anderen beiden, die machen wir zu Wasser. Oder essen sie aus Versehen. Fischi! Ja, vermehrt euch bitte. Das wäre echt schön. Ansonsten nehme ich euch das Aquarium wieder weg. Gut, apropos Fischi, ich muss ein bisschen essen. Viel Flüssigkeit, wenig Kalorien, schwer sich, was? Schwer bei sich zu behalten. Okay. Gucken wir mal, ne? Und einen von meinen Lieblingsfischen oder zwei, die tun wir auch da noch rein. Ist gut. Ja, so. So. Lieblingsfischis! Ja! Whee! Ist eine coole Ratte. Der hat auch keine Hobbys, als hier zu nerven, ne? Guck mal, der müsste eigentlich viel Wasser geben. Fast schon wie dieses komische Blasenfischviech. Okay. Oh, 10 Flüssigkeit. Hm, nice, nice, nice. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe die Folgen nicht gezählt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.